Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed 3. In der letzten Folge haben wir leider George Washington getötet. Ganz aus Versehen. Und jetzt dürfen wir die ganze Sache nochmal machen. Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat, unsere Truppen verteilt, hat das größte Bruder Blutdurst macht ihn leicht und bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Warum sind die auf einmal so leise? Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, oder? Letztendlich. Er macht nach Norden gefahren. Ja, so ein Scheiß. Da muss ja genau in der Moment einer kommen, der mich sieht. So ein Rat. Okay, machen wir eben nochmal. Kein Problem. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Wo willst du denn hin? Nur Brad auf Peter hat gewonnen. Kein Waffenstillstand. Wo willst du denn hin? Warum, George? Welchen Grund hat er? Er sagt, eine diplomatische Lösung ist gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Scheiße! Mann, oh Mann, ey. Es läuft gerade gar nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Na komm, geht weiter. Wie soll ich denn hier jetzt wieder wegkommen, ey? Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und der Truppen vorbei. Okay, der wäre wenigstens außer Gefecht. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnacht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne. Jetzt kann er mich wenigstens nicht mehr sehen, der eine Typ. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab's versucht. Ich weiß. Ich mach's. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Ja, ganz bestimmt. Okay, keine Wachen töten, also sie schlafen legen, das dürfte funktionieren. Konnte man denn nochmal pfeifen? Oh, so konnte man nicht pfeifen. Scheiße. Oh, ich wollte ihn nicht töten. Naja, egal. Das war schon mal sehr dumm von mir. Dümmer geht's schon mal gar nicht mehr. Die Kanonen will ich trotzdem zerstören. So, du legst ja erstmal schlafen. Die sabotieren wir erstmal. Ach ja, gedrückt halten, Mann, ey. Denk doch mal dran. Okay, wie kommen wir dann jetzt am besten lang? Stehen da jetzt irgendwelche Patrouille?
Ich bin da keine Patrouille, das ist so meine Frage. Mann. Da steht keine Patrouille. Wie komme ich an die Kanonen ran? Ich muss hier eigentlich um die herumschleichen. Alter, ist das krank. Ich hoffe zumindest, dass wir hier lang müssen. Alter! Mehr Männer hierher, schnell! Du kommst uns nicht davon! Ruhe. Ganz ruhig. Hey, da macht er einfach. Das ist sowas von hohl manchmal. Da macht er einfach die Leiter hoch. So, dann haben wir jetzt diese eine optionale Missionsziel erledigt. Du sollst hier nicht hoch. Ist das so schwer zu verstehen? Es ist einfach einfach, wenn wir hier lang machen. Ja. Tja, war dumm, dass ich den einen getötet habe, aber was soll's. Was will man denn machen? Wenn es mit dem Pfeifen manchmal nicht klappt. Kann man hier irgendwie, wenn man hier von oben nach oben geht? Achso, man kann hier gar nicht hoch. Oh doch. Natürlich kann man hier hoch. Fragt sich nur, ob das das cleverste ist. Naja, egal. Es ist sowieso wurscht, ob wir jetzt noch gesehen werden. Hier kommen wir aber nicht lang. Völlig unsinnig hier runter zu gehen. In den Wagen einfach hineinsteigen soll man nicht, oder? Hä, hey, wieso mal? Gibt's hier irgendwie einen anderen Weg nach draußen, oder? Wie sieht das so aus? Ist eigentlich völlig schnuppe, wir haben die, ob wir die umbringen oder nicht. Gehen einfach. Lief doch ganz gut. Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Was dauert, bis sie bereit sind? Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Lass jetzt die Musik aus, weil das Video schon zu Ende sein müsste, aber das Video ist so langsam gelaufen. Ja. Dass der Ton zu schnell war. Okay. Die Mission haben wir fast gut beendet. Leider haben wir die eine Wacht getötet, weil ich Q gedrückt hatte, statt die andere Taste, wie man normalerweise pfeift. Ich möchte mal ausprobieren, kann Haven das nicht, oder? Über Bäume klettern? Nee, macht er automatisch nicht. Haven ist dazu einfach nicht gemacht.
um über Bäume zu klettern. Das kann er nicht, das macht er nicht. Ich habe gerade so einen leichten Frosch im Hals. Deswegen muss ich mich ständig räuspern und helfen, kommt nicht zur Potte. Deswegen würde ich ja lieber über Bäume laufen, da kann man nämlich schneller rennen, weil da kein Schnee liegt. Jedenfalls nicht so ein tiefer. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Okay, sagt uns nicht groß viel jetzt, wo genau das ist. Dann gucken wir mal. Dann werden wir auf jeden Fall demnächst einen Angriff auf Braddock machen. Der Sklaventreiber. Oh, Alter. Das kann aber noch lange dauern, ehe wir hier ankommen. Durch den Schnee hier. Yeah. Mann, es ist kalt hier. Alter, ein tiefer Schnee hier. Okay. Dann sind wir ja schon fast da. Jetzt benutze ich mal den Weg. Kann der Elf noch ein bisschen schneller rennen. Sieht auch lustig aus, wenn man sich so ganz schnell hin und her bewegt. Wenn er so ganz gemächlich über den Zaun steigt. Sieht wirklich sehr realistisch aus. Wow. So, jetzt müssen wir ja da sein. Pass doch auf, Mann! Du Volltrottel! Okay, aber von der Seite kommen wir rein, ja. Fünf Monate später. So lange haben die gewartet? Oh Mann. Und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Wir haben sie echt Zeit gelassen. 5 Monate warten die. Um dazu zu schlagen. Das hat sehr viel Geduld. Weiß gar nicht, wie lange Haven jetzt schon hier ist. Jetzt war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Tja. So ist es eben hier. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, Bett! Er wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lob. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten.
Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Er empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und fliehen. Das Gebiet zählt laut. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Höchste Zeit, dass ich mir das anschaue. Viele Whiskyflaschen und Frauen in Hosen, meint ihr. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Okay. Haben sich jetzt viele Indianerstämme verbündet, um gegen Braddock anzukommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seiten und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Ich finde es sehr schön, wenn die Musik hier vorzeitig aussetzt. Nietzen eliminieren, ohne offenen Konflikt auszulösen. Oh je. Wir warten auf das Signal. Schild, die kommen hierher. Shit. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Na klasse. Ich hau nochmal ab. Naja, jetzt können wir auch kämpfen. Da bin ich ja immer noch mit meinem Schuh. Ja komm, stirb. Einer ist noch da. Okay, das war ein bisschen dumm gelaufen.
Ich wollte die echt schleichmäßiger ausschalten. Aber ich glaube, es ging eh nicht anders. Ja. Es war dumm gelaufen. Ich war mir zu überhastig. Und ob wir Bulldog, wie sie ihn auch nennen, besiegen können, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ja, jetzt haben wir uns als eine von ihren verkleidet, indem wir einen von den Milizen gekillt haben. Das hätten wir natürlich auch schleichiger lösen können, aber das ist sowieso nicht so mein Ding. Vor allem nicht in Assassin's Creed. In Rollenspielen geht das eigentlich manchmal, aber nur manchmal. Naja. In der nächsten Folge versuchen wir dann Edward Braddock. Wie man den auch ausspricht, ist mir doch auch egal, zu eliminieren und damit diese Sklaventreiberei endgültig aus dem Weg zu schaffen. Ja, ich hoffe, ihr schaltet dann wieder rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.